Hallo meine Lieben, schön, dass du zu mir gefunden hast. Willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar sitze ich hier vor meiner Bestellung. Unter anderem haben wir im Januar eine neue Aktion oder Kollektion Bring Back My Bar. Man konnte im jetzigen Jahr 2022 unter einigen Düften 17 Lieblingsdüfte raussuchen und Sensi hat da ausgelost, wie oft welcher Duft genannt wurde und daraus sind halt 17 Favoriten geworden, die man halt erwerben kann jetzt. Das ist angekommen und ein paar Sachen verlassen uns hier leider zum 01.01.2023, unter anderem auch unsere großen Pricks, die halt das gute Dreifache von den normalen Bars sind. Ja, ich zeige euch einfach mal, was jetzt dabei war und legen wir los mit dem Prick. Das ist jetzt ein Weihnachtsduft. Maraschino Sugar Cookie. Den habe ich mir halt noch jetzt nach Weihnachten bestellt, weil uns die Pricks halt leider auch zum 01.01. verlassen. Wir schnuppern mal zusammen daran. Ich mache mir auch direkt mal auf dem iPad die Duftrichtung von Sensi, die Duftbeschreibung von Sensi auf. Das ist einfach so groß wie mein Kopf, ne? Oh, lecker nach Keksteig, würziger Keksteig mit Kirsche. Aber Kirsche ist nicht stark rauszuriechen, aber man riecht so ein bisschen. Die Duftbeschreibung von CNC: Zuckerplätzchenteig mit Vanille gebacken und mit einer süßen Glasur aus Maraschino-Kirschen beträufelt. Hätte ich es nicht so wiedergeben können, aber ja, auf jeden Fall, so riecht das. Also, schade, dass Weihnachten jetzt rum ist, aber vielleicht mache ich es doch noch einmal rein. Am Freitag habe ich meinen Wachswechseltag. Ich tue ihn einmal die Woche wechseln, weil ich es halt liebe, neuen Duft reinzutun. Also man sagt so im Dreh, 1 bis 2 Wochen kann man den Wachs in der Lampe lassen, je nachdem, wie man dann halt den Geruch noch wahrnimmt. So, nächste. Bleiben wir mal bei den Düften. Dann habe ich mir 2 Düfte aus der Schatztruhe rausgesucht. Einmal heißt der Duft Sweet Grace. Da mache ich mir auch direkt die Duftbeschreibung auf. Der kostet anstatt 8,50 € 5,10 € nur noch. Ist halt in der Schatztruhe. Wow. Richtig frisch weiblich. Wie eine frisch geduschte Frau. Ich lese mal vor. Verführerische Gardinienblüten. Moment. Wie? Gardinienblüte. Verführerische Gardinienblüte und süße Rose. Ich hab's heute. Ich kann nicht mehr lesen. Entschuldigung, nochmal neu. Verführerische Gardinienblüte und süße rosa Pfingstrose tanzen zärtlich mit einem Hauch von weichem Moschus. Ich finde Moschus immer, das ist immer dieser parfümierte Duft. Und das ist einfach richtig gut. Das werde ich mir direkt in meinen Club legen. In meinen Sensi Club. Darüber werde ich auch noch ein Video machen. Ansonsten könnt ihr gerne mal bei meiner Insta-Seite Duftduferlebnis vorbeischauen. Aber ich verlinke alles unter dem Video. Da habe ich auch den Sensi Club erklärt. Also, ich zeige euch erstmal. Und dann noch ein Duft aus der Schatztruhe: Keep Sassy. Das ist auch für 5,10 € anstatt 8,50 € drin. Das ist auch so ein weiblicher Duft. Ich habe den bei einer anderen Beraterin hier in YouTube gesehen und musste ihn mir nachkaufen, weil sie so davon geschwärmt hat. Oh, der ist jetzt intensiver und stärker als der andere. Aber auch sehr weiblich. Beziehungsweise, was heißt weiblich? Frisch. Sensi schreibt, beschreibt ihn als verspielte, spritzige Zitrone, bringt die süße Seite der Kirschblüte und des Zuckerrohrs zum Vorschein. Lecker. Sehr gute Düfte. Aber Wild Craze gefällt mir ein bisschen besser. Den werde ich mir auf jeden Fall im Club legen. Den anderen weiß ich schon nicht. Ich muss den mal in der Lampe riechen, weil manchmal riecht der Duft halt anders, als wie er so riecht. So ein bisschen Haare richten. Dann werden auch wieder die Valentinstags-Kollektion. Am Februar ist ja Valentinstag. Ab Januar. Oder? Ja, ab 1. Januar 2023 wird die Valentinstag-Kollektion verfügbar sein. Ein Kombi-Angebot mit 3 Sensi-Bars. Einmal hier diesen Bar.
Clementine Blossom. Es enthält einen Sensi bei. Achso, ich wollte keine Duftbeschreibung vorlesen und dann lese ich den Text davon vor. Clementine Blossom. Goldene Zitrusfrüchte überraschen mit rosa Nektar und einer Zuckerblüte aus als i-Tüpfelchen. Na, da rieche ich jetzt noch nicht so. Momentchen. Oh, lecker. Oh, der ist lecker. Also. Clementine, also goldene Zitrusfrüchte überraschen mit rosa Nektar und einer Zuckerblüte als i-Tüpfelchen. Ich kann es nicht beschreiben, aber es riecht unglaublich gut. So ein ganz leichter Clementinengeruch, wenn man also Mandarinen aufmacht. Mmh, lecker. Aber ja, die Zuckerblüte ist das bestimmt. Wieder dieses frische, frisch-fruchtig. So, der kommt auch immer in Sensi Club. Weil wenn es diesen Duft irgendwann nicht mehr gibt, ich weiß nicht, wie lange die, was habe ich denn da? Wie lange die Valentinstagskollektion zu erwerben sein wird. Aber wenn ich das in meinen Sensi Club packe, dann wird der Bar immer für mich produziert, auch wenn er halt dann nicht mehr bestellbar ist über die Website. Dann Pink Sunshine. Jetzt schweife ich wieder ab, ne? Pink Sunshine ist üppige Birne und Pflaume gesellen sich zu Kaschmir und einem Glas Rosenmilch. Also Kaschmir, könnte ich mir gut lecker vorstellen, Rosenmilch weiß ich nicht. Und Birne und Pflaume, nee, nicht so meine Duftrichtung. Aber wir schnuppern mal. Ja. Das ist bestimmt dieses Kaschmir. Aber so was Rosiges rieche ich auch raus. Ja, das ist die Rosenmilch. Ja. Er ist lecker, aber so ein bisschen. Irgendwas ist da drin, was mir nicht so passt. Ich glaube, es ist die Pflaume. Aber, also ich würde jetzt nicht sagen, nö, den mache ich mir nicht rein, den verkaufe ich oder gebe ich weiter. Er ist sehr leicht. Er ist nicht sehr intensiv, aber ganz mein Fall ist es nicht. Aber es kann mir auch nicht alles gefallen und mir muss auch nicht alles gefallen, ne? Starburst, keine Ahnung, Sky. Süßer Apfel wird von Vanillecreme und fluffigen Kokosnusswolken vor einem Sonnenuntergang aus bernsteinfarbenen Blüten verzaubert. Ich finde die Duftbeschreibung von Sensi so genial immer, ne? Ich finde das so schön. Also hört sich lecker an. Ich habe meinen Finger nehmen hier. So, den Schutz noch ab. Ja, okay, der ist besonders fester. Das ist dieser berühmte Vorführeffekt, ne? Boah, was haben die hier vorgehabt? Okay, ich hab's. Oh, der ist lecker. Dieser Apfel wird von Vanillecreme und flüssigen Kokosnusswolken und Bärte beim Blüten verzaubert. Der ist sehr leicht. Wieder so parfümisch. Ich kann es selber nicht beschreiben, aber der riecht lecker. Sehr leichter Duft. Fürs Badezimmer. Fürs Badezimmer oder den Eingangsbereich. Aber, ja. So. Und jetzt kommen wir zu den 17 Gewinnern vom Bring Back My Bar. So, ich habe mir hier die Duftbeschreibung hier aufgemacht. Also zuerst habe ich White Sands. Das hört sich für mich schon lecker an. Weißer Sand. Und der kommt auch schon direkt raus. Machen wir direkt mal raus. Oh, lecker. Hm, so vanillig. Vanillig frisch. Aber noch was anderes ist dabei. Nachtjasmin. Moment, ich grüße mal weiter hier hoch. Ich gucke mal nach unten. Nachtjasmin, abgerundet durch Kokosnussmilch und Reis, getragen von einer sanften Brise. Sehr lecker. Sehr gut. Nächste ist Pixie Sparkle. Glitzernde Erdbeere hüpft freudig Hand in Hand mit märchenhafter Vanille, Marshmallow und luftigem, rosigem Amber. Amber ist mein Fall. Erdbeere rieche ich jetzt nicht so gerne.
In der Lampe. Ich mag Erdbeeren aber nicht als Geruch. Pixie Sparkle. Boah. Okay, die Erdbeere riecht ich raus. Aber dieser rosige Amber ist auch sehr stark. Herbfruchtig, würde ich sagen. Es geht so. Es geht so. Weiß ich schon nicht. Weiß ich schon. Ja, es bleibt ein bisschen, ne? Aber so. Kahiko Hula. Das ist, empfangen Sie Ihre Gäste mit einem fröhlichen Aloha aus exotischer Maracuja, Mango und Papaya. Das hört sich lecker an. Boah, das ist echt fruchtig. Das, die Mango riecht man raus und die Papaya. Wie wenn man in Hawaii ist und die Frauen mit diesem Kranz, was man als Willkommensgruß bekommt. Übergestülpt bekommt, wenn man da ankommt auf der Insel. Ja, riecht lecker. Aber jetzt so mein Favorite, glaube ich, auch nicht. Aber im Sommer könnte ich mir den sehr gut vorstellen in der Lampe. Thunderstorm. Erfrischend, scharf, würzig, natürlich wie eine stürmische Brise. Scharf mag ich eigentlich auch nicht. Thunderstorm. Oh doch, der riecht gut. Der riecht auch irgendwie rosig. Erfrischend, scharf, würzig, natürlich wie eine stürmische Brise. Oh, wie so ein Rosengarten, wenn man im Rosengarten steht. Lecker. Lecker. Hm. Das nächste ist Jutsu Dragon. Ein Fruchtcocktail, der überläuft mit frischer Guave, honigsüßen Nektarinen und einer Spur exotischer Drachenfrucht und Jutsu. Keine Ahnung, was das ist. Nicht so meins. Das ist sehr, sehr fruchtig. Nektarinen, Guave, das riecht man raus. Ja, Drachenfrucht, ja. Also es ist echt ein Fruchtcocktail, aber ich mag das nicht so. Ist mir dann zu fruchtig. Ich mag das lieber so frisch, süß, aber auch nicht zu stark. Strawberry Swirl. Also etwas mit Erdbeere. Gefrorene Erdbeeren, geschlagen mit Milchschaum und Vanille. Das kann ich mir schon eher vorstellen, weil ich liebe auch, wie heißt das? Was man bei Mc's holen kann. Milchshake, mein Gott. Boah, sehr intensiv nach gefrorener Erdbeere. Es geht, also es ist nicht zu stark, also ich würde ihn auch in die Lampe reinmachen, auf jeden Fall. Kashmir Pear, das stelle ich mir auch wieder sehr frisch vor und wird bestimmt mein Fall sein. Schlüpfen Sie in sinnliche weißen Amber, Madagaskar-Vanille, seidenweiche Birne und warmen roten Ingwer. Eine Mischung so weich und luxuriös wie fein gewebter Kaschmir. Okay, Ingwer mag ich nicht. Ja. Wie beschreibe ich das jetzt? Das ist angenehm. Wie so ein frisch gewaschener Pullover bei meiner Oma. Also meine Oma, die riecht nicht nach alter Oma. Oh Mann. Die legen halt noch Wert auf so die richtigen guten Waschpulvers und so. Ich weiß auch nicht, was ich hier für einen Blödsinn rede. Aber gut. Was riecht denn da raus? Ich glaube, das ist der Ingwer, der mir da nicht so ganz passt, aber dieser weiße Amber ist sehr lecker. Und Kaschmir mag ich eh. Ja, also ich habe die ich sortiere die so ein bisschen, Düfte, die mir gefallen. Und Düfte, die nicht so meins sind. Love You Very Much. Ein Duft zum Verlieben. Fruchtige rote Beeren, traumhafter weißer Pfirsich und herbe Cranberries vollendet mit einem Hauch Vanille. Naja, wie so ein Badreiniger. Nicht meins. Nope. Vanilla Suit. Aber ich bin ja auch ehrlich, ne? Ihr wollt ja meine ehrliche Meinung. Also ihr bekommt hier nichts verschönlicht und ach ja, alles schön und toll, nur weil ich Sensi-Beraterin bin. Nee, ich sag
sag, was ich denke, und das ist halt nicht alles meins. Also klassische Vanille mit üppigem Johanniskraut und einem Hauch Sandelholz und Gewürzen. Ein subtiler, maskuliner Duft. Okay. Ja, der riecht wie so ein Parfüm. Parfüm für Männer. Aber nicht intensiv. Ist ein leichter Duft. Gefällt mir auch. Base Kit Apple Pie. Irgendwie so mit Kuchen. Teig. Zarte Blätterteig, Kruste, Äpfel und Gewürze kombiniert zu einem intensiven Duft. Ich sehe schon, das wird ein längeres Video. 15 Minuten. Ja. Das riecht voll nach Apfelkuchen. Ja, ich weiß nicht, ob ich mir reinmachen würde. Aber ist jetzt nicht bäh. Es ist schon ja, halt Apfelkuchen, so für die Küche. Oder auch halt für den Flur. Candy Crave. Candy Crave ist ganz schön süß. Himbeer, Sorbet, Zuckerwatte und luftige Marshmallow. Ich liebe Zuckerwatte. Himbeeren auch. Marshmallows geht. Boah, lecker. Der ist gut. Hm. Also ganz schön süß, so intensiv süß. Finde ich nicht. Also einfach nur frisch. Ein frischer Duft nach Zuckerwatte. Aber nicht stark süß. Ne? So White Tea and Cactus. Ein klarer, aufmunternder und erfrischender Blumenmix mit grüner Note. Entschuldigung. Das mag ich eigentlich auch. Ja, der ist lecker. Hm. Ja, so ein Blumenmix mit allen möglichen Blumen, die es gibt. Ah, oh, lecker. Und so, ich dachte zu allem irgendwie parfümisch, ne? Aber es ist so. Ich kann das nicht mit der Duftbeschreibung. Ich bin froh, dass Sensi das so gut kann. Josie Kitchen, bestimmt auch wieder irgendwas mit Kuchen. Erwärmen Sie sich mit einer Hähnchenmischung aus warmem Hafer, mit braunem Zucker und würzigem Zimt. Boah, lecker. Das ist, ja, das ist so ein typischer Weihnachtsduft für mich. Den Zimt riecht man voll raus. Das riecht wie halt so ein Kuchen, frisch aus dem Ofen. Und ich mache mir dann warme Milch mit Zimt rein. Aber riecht sehr lecker. Ist nicht zu stark nach Zimt am Riechen, weil das mag ich dann wiederum nicht. Und daher kommt er auf die Seite, die ich mag. Huckleberry Sage. Keine Ahnung, wie man es ausspricht. Wie das zufällige Auffinden eines Winterbeerenstrauches herbe Rubinrot Cranberries und süße Heidelbeeren bestreut mit Silbersalbei. Salbei mag ich gar nicht, aber das alles davor schon. Es geht so. Sehr bärenlastig, ja. Ich glaube, das ist der einfache Salbei, den ich daraus rieche. Aber das ist kein üppiger Duft, sondern ein zarter Duft. Aber tue ich mal auf die Seite, die ich nicht so mag. Lucky in Love ist ein süßer Strauß aus Mandarinen, Bergamotten und Orange mit einer Spur von Pfirsich und Beeren. Das hört sich lecker an für mich. Ja. Die Mandarinen und die Orange. Also die Orange rieche ich sehr stark raus. Aber es ist auch kein starker Duft. Also die Mandarine und die Orange riechen stark raus. Es ist ein sehr schöner Duft. Guck mal, ich finde das immer so süß, wie die Wachswürfel aussehen. Der muss dann drauf. Mein Turm wächst. Cotton Candy Cookie. Cotton Candy Cookie. Ein Ausflug auf einen Jahrmarkt. Kleine Hände, die Zuckerwatte und Gebäck umklammern, während klebrige, von gezuckerten Himbeeren gekrönte Leckerbissen unbedingt probiert werden wollen. Also davon erwarte ich mir viel, dass mir das auf jeden Fall mundet. Ja, lecker. Der riecht gut. Den kann ich auch nicht beschreiben, aber der riecht wie, wenn man über die Kirmes geht. Aber nicht aufdringlich. Letzte Grapefruit Orange.
Das ist ein schöner orangiger Duft, habe ich schon gehört. Dieser klassische Zitrusduft erhält einen besonderen Pep von Grapefruit und eignet sich dadurch perfekt, um ihre Duftmischung etwas zusätzlichen Pfiff zu geben. Also man hat bei Scentsy auch die Möglichkeit, ihr seht ja, es gibt viele Duftrichtungen, dass ihr mischen könnt zwischen, also ne, hier den Duft und hier den Duft zusammen, also von dem einen Würfel in die Lampe rein. Es gibt auch, wenn ihr in Google eingibt oder in Pinterest, Duftmischungen Scentsy oder Mischverhältnis oder Mischungen der Wachse Scentsy, Wachsmischen Scentsy, da kommt ihr auf ganz viele Anleitungen. Boah, der ist richtig orangisch, ja. Krass. Der ist stark. Ja, würde ich nicht komplett gerne nehmen, aber doch. So, also. Von 17 Stück haben die meinen Geschmack getroffen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Und 4 Stück nicht so wirklich meins. Aber wie gesagt, ich kann nicht alle Geschmäcker mögen. Ne? So, habe ich hier noch irgendeine Duftrichtung? Nee. Dann machen wir weiter mit den Sachen, die ich halt jetzt nicht mit der Duftrichtung erklären muss. Das waren jetzt alle Wachse, Bars, die ich bestellt habe. Habe ich einmal unser Duschgel wieder bestellt. Das ist Jummy Time. Das ist dieser Lavendelduft. Der leckere. Einmal eine Handcreme, Duftrichtung Luna. Ich werde jetzt nicht auf die Sachen jetzt nochmal einzeln eingehen. Nur so. Das wäre alles hier zu lange. 1 Minuten haben wir schon. Arctic Kiss. Da habe ich eigentlich 2 von bestellt. Aber echt, die riechen so gut, so frisch und einfach nur leicht frisch. Ein bisschen parfümig. Die habe ich 2 mal bestellt für die Kinderzimmer jeweils ein. Aber meine Mama war eben hier und die hat noch Pott. Wie ich das anhört. Pott-Nachschub gebraucht und da hat sie den entdeckt bei mir und gesagt, boah, man lässt da auch schon mal schnuppern und hat gesagt, ja, der ist mega gut, mega frisch, weil für ihr Badezimmer hat die noch einen leichten frischen Duft gebraucht und dann hat die mir den hier weggeschnappt, den 2. davon, deswegen muss ich den mir noch nachordern. So, dann habe ich wie immer, weil wenn ich mache meine Bestellungen auch über einen Shopping-Link, da könnt ihr mich auch gerne mal anschreiben, vielleicht auch mal ein Video zu machen. Da hole ich mir von den Prämien immer so Sachen, die ich halt verteilen kann, in Testpakete reintun kann oder dem Postboten mitgeben kann oder zu Nikolaus oder für die Lehrer meiner Söhne oder Kindergärtnerin. Gut, mein Kleinster geht noch in den Kindergarten, weil er erst 8 Wochen alt ist, aber in naher Zukunft für so eine kleine Aufmerksamkeit, ne, zu Nikolaus oder Ostern oder was auch immer. In der Duftrichtung Schimmer. Das ist fürs Auto. Und dann nochmal dieser angenehme Lavendelduft in Dummy Time für ins Auto zu hängen. Dann habe ich mir noch, weil ich mache auch Duftpost, wer halt Schnupperpost von mir haben möchte, kann mich gerne anschreiben. Den tue ich noch ein paar Pröbchen rein, weil ich gieße aus den ganzen Bars manchmal auch Pröbchen. Vor allem von den neuen Bars und Duftrichtungen. Und tue die dann halt schön verpacken. Mit so Duftstickern noch mit bei. Wenn man dann halt hier dran rubbelt, dann entfaltet sich der Duft, dann kann man hier auch nochmal dran riechen. Und Kataloge kommen da rein. Je nachdem, individuell kann ich es packen, wenn einer extra Wünsche hat. Komplett kostenlos dann natürlich, ne? Aber halt auch nicht öfter, sondern halt einmalig, ne? Und meine Bestandskunden kriegen auch dann so ein paar Duftpröbchen als Dankeschön für die Unterstützung. So, dann habe ich 3 Glühbirnen, weil in verschiedenen Farben. Einmal in lila, wir haben auch halt farbige Birnen. In lila, in rot und in blau. Weil ich habe mir die Stella geholt. Ach, das ist so eine schöne zeitlose Lampe, die halt nicht für so bestimmte Jahreszeiten gelten. Die kann man das ganze Jahr über stehen, bei sich stehen haben. Und wenn man da verschiedene Birnen reinträgt, sieht die halt echt unglaublich schön aus. Sieht auch so mit einer normalen weißen Birne schön aus. Aber ich habe die schon bei vielen gesehen mit dunklen Birnen. Ach, mit farbigen Birnen. So, ja, ist so ein Milchglas-Schälchen. Da ist eine 4 da am Stehen. Also kann man bis zu 4 Würfel von den Bars reintun.
Ich mache 2 bis 3 rein, kommt drauf an, wie groß der Raum ist. Da ist das Schätzchen auch schon. Ist der Stecker drin? Ja, genau. Hier ist der Stecker noch hier versteckt. Aber Sensi baut jetzt alle Lampen und alle neuen Lampen halt schon so um, dass dieser An-Ausschalter an dem Kabel dran ist. Das finde ich persönlich auch besser. Ja, so. Dann muss ich die Glühbirne wegschmeißen. Drehen wir das Glühbirnchen mal rein. Das war auch das Letzte, was ich euch zeige. Ich bin jetzt auch gleich bei 30 Minuten Video. Ich schneide meine Videos ja so ungern, weil es auch echt Arbeit ist und ich will das halt schon zeitnah reinstellen in YouTube hier, damit man es halt auch zum Angucken hat und vor allem die Sachen, die Kollektionen, die im Januar kommen, wenn man die dann vor Januar schon mal sich anschauen kann, finde ich das immer ganz toll. Ah, hier im Auszustand. Süß, ne? Ich mag die voll. Die ist halt so schlicht und clean und ich finde die schön. Ja, ich muss wieder hier fummeln. So. Schön, oder? Ich mache jetzt gerade mal eine andere Birne rein, weil ich mache eine rein. Die blaue. Weil ich es halt selber auch nur in Videos gesehen habe, wie das aussieht mit farbiger Birne oder auf Bildern. Aber wenn man es selber, hier, ich packe es jetzt einfach so an. Seht ihr jetzt nicht, guckt mal weg. Okay. Habe ich jetzt keine Lust, irgendwas aufzuholen, um die Birne anzufassen. Ja. Gehen wir mal die blaue rein und mal gespannt, wie das dann mit blauem Licht aussieht. Ja, ich bin schlau jetzt. Ich habe das Papier mit reingedreht. Och Mann, ey. So, mach ich den Rest ohne Papier. Hey, cool. Tada. Ich mach mal gleich das Licht von meinem Ringlicht aus. Voll schön, oder? Aber ich werde das weiße Licht reinmachen, denke ich mir mal. Aber sowas ist halt auch möglich. Und je nachdem, wo die steht, kann man das halt jetzt zum Beispiel fürs Badezimmer oder ist ja egal, ne? Zur Jahreszeit im Winter so bläulich. Finde ich auch ganz schön. Ja, ich habe alles ausgepackt. Ich habe euch alles gezeigt. Ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und falls ihr noch Fragen habt, ihr könnt mich gerne in Instagram anschreiben oder per WhatsApp. Ich werde alles wieder in die Infobox packen, meine ganzen Kontaktdaten und wenn ihr Schnupperpost haben wollt von mir, dann schreibt mir doch auch gerne, ganz unverbindlich. Und ich hoffe, ja, euch hat das Video gefallen, habe ich doch schon mal gesagt. Ich wünsche euch einen schönen Abend, Tag, egal wann ihr das Video schaut. Habt's fein!